Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis 29. Januar. Das ist die erste Dekade Wassermann und obwohl wir jetzt immer noch ein wenig etwas von der erdverbundenen Energie vom Steinbock spüren, kommt jetzt die luftige Energie des Wassermanns rein und wirkt sich auch immer stärker aus von Tag zu Tag. Und das ist etwas, was uns alle mehr oder weniger stark beeinflusst. Und da möchte ich mir mit dir ansehen, wie sich diese Energie für dich auswirkt, liebe Waage. Ja, eine Karte für die Waage bitte, für diesen Zeitraum. Der Hierophant, ja, auch eine sehr ernste Karte, wird dem Stier zugeschrieben. Eine ernste Karte. Es geht in dieser Zeit darum, in dich zu gehen und dir über deine Ideale klar zu werden. Es könnte hier auch um Themen der Bildung gehen, ne? Vielleicht der Weiterbildung auch, vielleicht wirst du dich in dieser Zeit Gedanken um solche Themen machen, vielleicht auch Wissen in einem gewissen Gebiet dir aneignen, dich selber weiterbilden. Hier zeigt sich auch Beratertätigkeit. Du wirst auch als Berater empfunden werden. Auf jeden Fall ist es eher eine zurückgezogene Energie, die dazu führen wird, dass du mehr Klarheit über deine eigenen Ideale gewinnen wirst und so bist du in der Lage, deinen eigenen Weg zu gehen. Deinen eigenen Weg, den Weg des Herzens zu gehen. Ja. Und da schauen wir mal, um welche Themen es da genau bei dir geht. Um welche Themen. Um die Lebensfreude, um die Lebenslust. Da geht es für dich darum. Ja, du bist bereit, dich dem Leben hinzugeben, auf das Leben zuzugehen. Und es mit allen seinen Pro und Kontras zu genießen, sich damit zu konfrontieren, das Leben so als Ganzes anzunehmen. Also doch ein sehr starker Wille, der sich in dir zeigt. In der Vergangenheit die sieben Scheiben. Du warst konfrontiert in der letzten Zeit mit Fehlinvestitionen, Geldmangel vielleicht auch, ein gewisses Scheitern, einen gewissen Verlust, Verlustängste. Mit solchen Themen warst du konfrontiert, kannst die jetzt aber hinter dir lassen, diese Zweifel. Vielleicht für manche von euch hatte sich auch eine gewisse Trennung gezeigt. Oder ihr wart eben mit solchen Themen beschäftigt, vielleicht noch aus der Vergangenheit, aber jetzt könnt ihr das abstreifen. Und die neue Energie, die sieben Kelche und der Eremit. In der Eremit, hier zeigt sich ein gewisser Rückzug. Ja, für manche von euch sehe ich hier wirklich das Ende einer Beziehung. Sieben der Kelche ist, dass man sich von Mangelgefühl, dass du von einem gewissen Mangelgefühl konfrontiert sein könntest dann in der Zukunft, dass du von einem Verlangen angetrieben wirst, dass sich hier auch vielleicht auch Enttäuschungen emotionaler Art einstellen und hier zeigt sich auch, dass du in den Rückzug gehen wirst, hier genau das Gegenteil von dem, von der Lust. Wirst du hier eher in den Rückzug gehen? Hier zeigt sich auch ein gewisses Single-Dasein, in den Rückzug, um ernsthafte Entscheidungen zu treffen. Ja, schauen wir uns das genauer an, um welche Themen es sich da handeln könnte. Der Ritter der Stäbe.
die Liebenden. Oh wow, das ist ja genau. Ja, also diese Karten haben sehr viel gemeinsam. Hier zeigt sich halt eben von deiner Seite aus so eine sehr starke Feuerenergie. Also aktuell oder in naher Zukunft wird es etwas geben, was du wirklich, ja, was dich wirklich emotional herausfordert, was du erreichen willst, was deine ganzen Kampfeslust auch, deinen ganzen Eroberungswunsch herausfordert. Und es wird sich auch für dich sehr zufriedenstellend anfühlen. Hier zeigt sich, dass du die Kraft hast, Gegensätze zu vereinbaren. Das sind die Liebenden, ne? Gegensätze zu vereinbaren, Harmonie in diesen Wollen zu erreichen, sich auch einer Person zu nähern. Vielleicht kennst du auch eine Feuerperson in deiner Umgebung, eine Person, die eher eine gereifte Persönlichkeit ist, eine dominante, nicht zu übersehende Person, mit der du diese Lebenslust auslebst. Ne? Vielleicht, aber diese beiden Siebenern in der Vergangenheit und Zukunft spricht vielleicht dafür, dass das auch eine Affäre ist, ne? Bei manchen von euch. Also es sieht mir hier auf jeden Fall eher nach etwas Kurzfristigen aus, also einer kurzfristigen Energie auch. Es könnte sich aber auch auf Themen der Arbeit beziehen. Vielleicht musst du hier in der Arbeit für einige Tage so absolut 100% geben. Der Ritter der Stäbe kann auch eine Art Chef sein. Und dieses 100% geben in der Arbeit würde dir dann auch ein Gefühl geben von, ja, so hoher Selbstzufriedenheit und Selbstakzeptanz. Ja, aber bei manchen zeigt sich hier eben auch eine kurze Affäre, ein kurzer Liebestaumel, der in der Vergangenheit schon eben diese Verlustängste und dann in der Zukunft dieses Mangelgefühl. Also merkwürdige Energie. Also muss ich schon sagen, wir schauen mal genauer weiter. Also wir gucken mal weiter in den Karten, weil dann wird einem das nochmal mehr klarer, um welche Themen es da geht. Um den Genuss hier, die 7, 6 Kelche. Ja, doch, in der Vergangenheit eben die 6 Kelche. Da zeigt sich doch eine Situation, die doch recht zufrieden, sehr glücklich war, dich zufriedengestellt hat, wo viele Emotionen waren, harmonisches Miteinander. Und trotzdem hattest du diese Verlustangst gespürt. Oder hast viel finanziell halt auch in diese Beziehung gesteckt oder in diesen Umstand, der dich so glücklich gemacht hat. Aber es war auf jeden Fall so, dass es dich sehr glücklich gemacht hat. Also zeigt sich hier schon sehr viel Reichhaltigkeit. Also du bist wirklich zweierlei. Also im Moment, also hier zeigen sich doch immer recht unterschiedliche Energien. Also irgendwie fühlst du dich doch in gewisser Hinsicht es gibt Themen, das ist auch auf die 7 Scheiben bezogen, aber es gibt Themen, ja, die dich doch unzufrieden machen in deinem Leben und die du auch vielleicht jetzt bei allen Tatendrang und bei allen Wollen und Vorangehen nicht ändern kannst, die du halt jetzt nicht unbedingt beeinflussen kannst, und diese Themen machen dich aber unzufrieden und du wartest darauf, dass sich die Umstände ändern, und das ist nicht angenehm für dich. So eine Energie sehe ich hier. Gucken wir mal weiter, weil so richtig schlau, hier zeigen sich schon wieder die 7 der Scheiben. Es ist die gleiche Karte. Es ist die gleiche Karte. Also diese Verlustängste, dieser Zweifel, vielleicht auch
zeigen. Befürchtest du in irgendeiner Hinsicht auch Intrigen oder Lügen, irgendwie mit Unwahrheiten konfrontiert zu sein? Auf jeden Fall. Ja, zeigt sich hier doch im Unterbewusstsein und im Bewusstsein eine ähnliche Energie. Aber du bist entschlossen, da rauszukommen, ne? Du gibst alles, um da rauszukommen. Also sehr unterschiedliche Energien. Also schwierig zu deuten im Moment noch. Immer noch. Immer noch. Also. Huch, die wollte auch raus. Ja, hier zeigt sich eine Königin der Schwerter. Könnte auf dich bezogen sein, denn du bist auch eine Königin der Schwerter. Ja, auch wenn du ein männlicher Zuschauer bist. Die Königin der Schwerter ist eine Luftperson auf eine gereifte Art und Weise. Also hier zeigt sich auch bei dir ein Reifungsprozess. Die Königin der Schwerter könnte sich aber auch auf eine Person in deiner Umgebung beziehen, eine Person, die dir ähnlich ist und dann eventuell auch ein bisschen innerlich reifer, eine gereifte Persönlichkeit. Und die Enttäuschung zeigt sich hier. Die 7 der Kelche und die 5 der Kelche. Also 5 und 7 haben wir hier schon. Hier haben wir nochmal 5 und 7 auf der emotionalen Ebene. Das ist im Moment tatsächlich eine zermürbende Situation für dich. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass du dich ein bisschen wie in einer. Nee. Zwickmühle, würde ich sagen, fühlst, aber auch nicht. Nee, also ich habe hier den Eindruck, dass du aktuell dir halt ja, einfach habe ich ja schon erwähnt, viel Sorgen auch um das Finanzielle machst, ne? Um einen finanziellen Verlust, aber auch vielleicht um einen Verlust der Beziehung, Verlust eines gewissen Menschen vielleicht auch. Ja. Und dann später kommt dann die Enttäuschung, die 7 der Kelche, eine ganz andere Energie. Also diese Zweifel des Finanziellen drücken sich dann auf der emotionalen Ebene aus. Das kann manchmal dazu führen, dass man plötzlich die Situation ganz anders einschätzt, dass man merkt, dass man eine gewisse Situation ganz falsch eingeschätzt hat, dass sich auch etwas entzaubert und sich als etwas anders herausstellt. Und hier zeigt sich der Eremit, also irgendeine Erkenntnis wirst du schon machen, die dich voranbringt. Und die Königin der Schwerter steht auch für einen gewissen Befreiungsschlag. Ne, eine gewisse Befreiung, eine geistige Unabhängigkeit, die du dann erreichen wirst. Also ich sehe schon doch, dass du in der Lage bist, dich da rauszuarbeiten. Ja, schauen wir mal weiter. Die Prinzessin der Schwerter, das könnte auch deine Energie sein oder eben eine andere Person, eine jüngere Version der Königin der Schwerter vielleicht. Also ich finde, das ist auch eine perfekte Kombination zwischen diesen Luftanteilen und diesen Feueranteilen, weil die Prinzessin der Schwerter, die kann manchmal auch sehr unbequem sein und etwas streitlustig. Eine Eigenschaft, die du als Waage eigentlich selten hast, aber du hast hier so viel Power, ne? Du hast hier so viel Power. Ich glaube, du bist bereit, dich in einigen Situationen, dich Diskussionen auszusetzen und du willst dann auch gewinnen. Das ist die Energie der Prinzessin der Schwerter. Die diskutiert total gerne um des Diskutieren willen und möchte da auch irgendwie auch Tabus brechen, irgendwie Leute zum Nachdenken bringen, die Leute in eine geistige Bredouille bringen, ne, um sie herauszufordern. Kann sein, dass du aktuell diese Form von Streitlustigkeit an den Tag
zeigst, sagt man das so? Auf jeden Fall diese Eigenschaft zeigst, um halt auch mit dieser Situation besser umzugehen. Ich sehe ja dann doch hier bei vielen berufliche Themen, ne? Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Huch, das sind leider zu viele Karten, aber interessanter Impact. Also viele verschiedene Energien in deiner Umgebung. Aber wir brauchen nur eine Karte für deine Umgebung. Der Wagen. Etwas Neues startet, ein Plan geht auf, du kannst mit etwas anfangen. Ja, also irgendwelche, ja, also hier zeigt sich etwas Neues in deinem Privat, in deinem Umfeld, in deinem Privatleben, vielleicht auch Berufsleben. Aber du kannst hier mit einer, also wenn es um das Berufsleben geht, dann wirst du ein schon lange geplantes Projekt mit mehreren Menschen, vielleicht auch mit Freunden und Familie, da involviert sind, jetzt endlich starten, dass es jetzt losgehen kann. Ja, oder eben im privaten, im beziehungstechnischen, wenn ihr vielleicht eine Langzeitbeziehung habt, dann sehe ich hier das Potenzial, dass es endlich losgehen kann mit euren Plänen, ne? Vielleicht eben eine eigene Wohnung oder also eine gemeinsame Wohnung oder der Haus oder anderes, ne? Der Hausbau oder würde passen mit Hausbau, ne? Weil dann machst du dir vielleicht Sorgen, dass also oder mit der neuen Wohnung, dass das zu viel Geld wird, dass du zu viel ausgeben musst, oder sowas. Bei Projekten auch. Hier geht es auf jeden Fall um finanzielle Themen. Aber es kann losgehen. Also du kannst damit anfangen, mit dem, was du. Ja, ach, ich hatte ja vorhin gemeint, dass du dich in einer Zwickmühle. Ich hatte es angefangen zu sagen, dass es sich so anfühlt, wie in einer Sackgasse zu stecken. Ich habe das aber dann wieder zurückgenommen. Und das mit gutem Grund, weil du hast selber das Gefühl, dass du durch diese ganze Geschichte, worum es hier auch immer geht, dass du in eine Sackgasse geraten könntest und die falsche Entscheidung treffen könntest oder überhaupt in eine Situation kommen, wo du eine doofe Entscheidung treffen musst. Darauf hast du überhaupt gar keine Lust. Aber ich sagte, es ist nicht so, du bist in keiner Sackgasse. Das ist ein wichtiger Prozess, in den du steckst. Was wird denn tatsächlich passieren? Oh, eine ganz neue Energie, eine ganz neue Person, ein Prinz der Kelche. Kann auch eine weibliche Person sein, ist auf jeden Fall eine jüngere Version, eine jüngere Person auf jeden Fall, eine etwas unreifere Person, kann auch, ja, also jünger als, unreifer innerlich als du, eine Person des Wassers, also, ja, Fische, Skorpion oder das Krebs, muss aber nicht unbedingt eine Person, die aus deiner Perspektive sehr viel emotionaler ist, sensibler ist, empfindsamer. Diese Person wirst du dich annähern aufgrund des Ganzen. Da gibt es eine Annäherung. Oder ja, die Situation wird es erfordern, dass du zu einem späteren Zeitpunkt selber diese Person, diese emotionale Haltung einnehmen wirst. Selber mehr emotionale Charaktereigenschaften zeigen wirst. Hier sehe ich auch soziale Tätigkeiten. Diese Person ist sehr empathisch, ne? Ja, wir schauen uns noch mal genauer an, was die Personen für dich jetzt hier so bedeuten. Eine Erklärung zum Ritter der Stäbe. Eine Erklärung zum Ritter der Stäbe. Oder ist eine Karte in mein Deck umgedreht?
Hä? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Jetzt finde ich sie nicht. Na gut, dann soll das vielleicht so sein. Kann ja trotzdem einfach rausfallen oder nicht. Und die fällt eindeutig raus. Ritter der Stäbe. Der Kummer. Liebeskummer. Schmerzhafte Erkenntnisse. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Schmerzhafte Erkenntnisse. Erkenntnisse, die zu einer schmerzhaften Einsicht führen. Aber dann auch die Liebenden. Ist das vielleicht eine vergangene Person, der Ritter der Stäbe? Kann sich eben auch auf eine weibliche Person beziehen. Eine Person des Feuers? Widder, Schütze oder Löwe? Kann auch Wassermann sein in deiner Kombination? Zwillinge zeigt sich hier auch. Und abschließend Skorpion. Könnte auch Skorpion sein. Oder Stier. Ah, jetzt höre ich auf. Es ist sowieso gar nicht so entscheidend. Eine Person, die auf jeden Fall sehr dominant ist, sehr forsch. Vielleicht ist auch irgendwie, ja, vielleicht wirst du auch einfach durch diese, du bist ja, ich sehe dich halt immer noch eher als diese Person, auch wenn du selber kein Feuerzeichen bist, sondern ein Luftzeichen, aber eben durch die Lust habe ich den Eindruck, dass du im Moment viel Feuerenergie hast und vielleicht kommst du daher da manchmal in Situationen, wo du einfach doch Erkenntnisse erlangst, die auch nicht angenehm sind. Hier die Verlustangst, ne? Vielleicht haben die damit zu tun. Oh, ein schwieriges Reading, wirklich. Also könnte ich mir viel vorstellen. Viele verschiedene Situationen. Eine Erklärung zu der Königin der Schwerter. Ich hoffe, du kannst für deine Situation doch einiges hier ja, für dich ableiten. Ach, das ist aber interessant. Ja, die Königin der Schwerter ist eindeutig du selbst. Da habe ich irgendwie schon den Eindruck, dass das viel mit dir zu tun hat. Und nach dieser Situation wirst du doch in eine sehr klare Geisteshaltung kommen. Und ja, diese Themen, die hier sind, die kannst du dann emotional aufarbeiten mit einer ganz ernsthaften, klaren Haltung. Auch einer sehr ausgeglichenen Energie. Ja, hier kündigt sich schon das Ausgleichende an. Also du findest doch zu deiner inneren Stabilität. Ja, und du wirst hier diese Themen abarbeiten können. Und dann sind die fünf der Kelche wirklich ganz spannend. Dann können die wirklich zu einer Reinigung führen, zu einer Desillusionierung, dass du nicht mehr ja, von Illusionen heimgesucht wirst, sondern die abstreifen kannst und mit der Realität, auch wenn sie hier nicht so angenehm ist, in der Vergangenheit auch, ja, mit der Realität doch einen guten Umgang finden kannst und die Situation, was immer ist, um was immer es hier geht, gut akzeptieren kannst und deinen Frieden schließen kannst. Ja, innerer Frieden. Ach hier, das Aeon ist falsch umgedreht. Ja, okay. Eine Erklärung zu der Prinzessin der Schwerter. Obwohl, wenn sie mir jetzt eigentlich doch ziemlich klar ist. Oh, hier haben wir die Königin der Scheiben. Hier zeigt sich eventuell Zwillinge. Ritter der Schwerter. Ja, hier sehe ich eine andere Person. Zwillinge. Könnte bei vielen Zwillinge sein. Oh wow, echt? Also eine Personenkarte nach der anderen. Also hier sehe ich doch eine andere Person, um die es hier geht. Ja. Die richtige Mischung finden. Ja, es könnte auch Schütze sein. Also Schütze oder Zwillinge. Das ist so jetzt mein Tipp an euch. Es geht hier um Schütze oder Zwillinge. Zeigt sich jetzt hier schon öfters und ja, doch, die zeigt sich eine Beziehung
Und irgendwas hakt, ne? Irgendwas hakt in der Beziehung, aber ich sehe hier, dass es zu einer Reinigung kommt und hier zeigt sich in der Kunst. Ihr seid dabei, eine gute Lösung für euch zu finden, eine perfekte Lösung. Hier zeigt sich doch, am Ende dieser Entwicklung wird das Ergebnis Optimismus sein. Ja, und Mäßigkeit. Hier zeigt sich der inneren Frieden. Du wirst deinen inneren Frieden damit finden. Ja, es ist halt tatsächlich doch ein bisschen so, dass ich für manche von euch ein Ende dieser Beziehung sehen kann. Aber für viele von euch sehe ich hier auch einfach Ende mit einer gewissen Einstellung innerhalb der Beziehung. Dass ihr ein gewisses Problem in der Beziehung lösen könnt. Das sehe ich hier für viele Leute. Und dass ihr da eine neue Lösung finden werdet. Und wenn die Beziehung tatsächlich zu Ende ist, dann sehe ich hier doch, dass ihr bald in naher Zukunft zu einer inneren, ganz klaren Geisteshaltung kommen werdet und euren Frieden mit der Situation machen könnt und weitergehen könnt. Und eine letzte erklärende Karte für den Prinzen der Kelche. Ass der Schwerter, ja. Ja. Auch hier zwei Möglichkeiten, ne? Entweder ihr trennt euch und du wirst ein bisschen den Blues bekommen. Ne? Hier zeigt sich doch emotionale Traurigkeit, wo du auch trotzdem deinen Frieden mitmachen kannst. Ja, hier zeigt sich eben dieser Frieden. Hier hatten wir die zwei Schwerter und es führt zu neuen Erkenntnissen. Du wirst eine neue Weisheit dadurch erlangen. Vielleicht ist das auch nur der allgemeine Rückzug, wodurch du so ein bisschen zu dir in dir selbst gehst, ein paar Tage dir für dich selbst nutzt und dann aber trotzdem so deinen Blues bekommst, also dich halt deinen Emotionen hingeben wirst. Aber auch hier neue Ideen, ein Geistesblitz, ne? Eine neue Erkenntnis. Aber für diejenigen, die wirklich wo es nur innerhalb der Beziehung um ein paar Einstellungen geht, die geändert werden müssen, sehe ich hier, dass ihr eure Emotionen halt sehr stark zeigen könnt, zulassen könnt, sie mitteilen könnt, dass ihr auch die Emotionen der anderen Person gut fühlen könnt, nachfühlen könnt, dass ihr euch empathisch zeigt und dass ihr zusammen zu neuen Erkenntnissen kommt. Diese Möglichkeiten sehe ich für euch. Also eine spannende Herausforderung, aber ihr werdet sie mit Bravour meistern. Auf jeden Fall. Und ich möchte euch noch vom Mond eine Karte mitgeben. Was sagt der Mond zu eurer Situation? Ja, die Antworten, die du brauchst, kommen. Ja, die kommen, habe ich doch gesagt. Danke, Mond, dass du mich so bestätigst. Auch hier der Hierophant noch zweimal zum Abschluss. Ne? Gehe deinen eigenen Weg, den Weg des Herzens. Das sind auch die Liebenden, diese Herzensentscheidungen zu treffen. Ja, du meisterst, du wirst diese Situation mit Bravour meistern. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Liebesglück und viel Glück für deinen Weg. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr über eure Kommentare und wenn ihr noch weitere persönliche Fragen habt oder ihr vielleicht in einer besonderen Lebenssituation seid, dann könnt ihr auch sehr gerne eine individuelle Kartenlegung bei mir bestellen. Auf meinem Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, könnt ihr ein Video sowie dieses persönlich auf euch zugeschnitten bestellen. Die Videos haben eine Länge von 10, 20 oder 30 Minuten. Schaut einfach mal vorbei. Ich freue mich auf euch. Von Herzen alles Gute und bis bald.